Hallo Matrosen und Piratenbräute, heute habe ich einen ziemlichen Knüller für euch, den ich über die letzten Wochen festgestellt habe und dann zwei Videos gesehen habe von einem gewissen Gerald Hüthner. Stimmt das überhaupt? Gerald Hüther, der im Grunde gesagt hat, dass unser Gehirn fähig ist, alles zu lernen, was man nur möchte, solange es mit einer Emotion verknüpft ist. Und das möchte ich heute mal ein bisschen mit euch ergründen, erforschen und euch vielleicht hin und wieder eine Inspiration geben, wie ihr vielleicht auch selbst Dinge ändern könnt. Ich denke, jeder von euch hat schon mal festgestellt, dass wenn er bei einer Sache wirklich begeistert dabei ist, wenn er wirklich drin ist und sich da Herzblut reinsteckt, dann lernt er diese Dinge viel, viel schneller, als das sonst der Fall ist. Bei Sachen, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen. Und ich habe die letzten 6 Monate festgestellt, dass genau das ganz, ganz wichtig für mich ist, beziehungsweise das eigentlich wahrscheinlich für jeden wichtig ist, an Dingen Spaß zu haben. Jetzt ist es nun mal so, man hat nicht immer nur Spaß im Leben, auf der Arbeit vor allem, sondern man muss halt auch mal gucken, dass man Arbeit fertig kriegt, für die man keinen Spaß empfindet. Es ist aber immer möglich, so ein kleines ein Ding für sich zu finden an dieser Arbeit, das einen vielleicht doch weiter dazu inspiriert, weiterzumachen. Ich denke da an einen ganz bestimmten Fall, wo ich Videos habe machen müssen, die eben jetzt aus meinen Augen her nicht so geil waren. Und aber die Schwierigkeit bei den Dingern war, und was auch sehr, sehr frustrierend war, war, dass die eine sehr hohe Qualitätsanforderung haben. Das heißt, ich habe da quasi Videos produziert, die ich selber so nicht gucken würde, aber auf einem Level, das ich so vorher noch nicht kennengelernt hatte. Für mich war es dann also der Ansporn, dort quasi diese technischen Vorgänge zu lernen und zu sehen, okay, kann ich es perfekt hinkriegen? So, das war dann mein Ansporn. Ich habe daraus quasi einen kleinen Sport gemacht, so, damit mein Gehirn Sachen lernt und ich das verinnerliche. Ich habe das Ganze eigentlich, was der Mensch da beschreibt, immer intuitiv gemacht, aber er hat es jetzt mal so in Worte gefasst, dass es auch ich inzwischen verstanden habe und selbst in meine eigenen Worte fassen kann. Denn ich hatte schon immer die Idee, dass das Gehirn quasi Gedankenstränge vorgibt, beziehungsweise schon Gelerntes in Gedankenstränge verpackt, also in Synapsenverknüpfungen. Und wenn man quasi etwas Neues lernt, dann nutzt das Gehirn sozusagen Umleitungen, um bis zu diesem Punkt zu kommen. Und wenn man das dann gelernt hat, dann kann das Gehirn quasi eine direkte Verbindung herstellen. Es geht also schneller und kommt sozusagen das Muskelgedächtnis ins Spiel, wo einfach du Dinge tust, wie zum Beispiel Autofahren, Fahrradfahren, ohne weiter darüber nachzudenken, Hände waschen. Ja, das ist ja auch ein Vorgang, der vom Gehirn gesteuert wird. So, du wäschst dir halt die Hände, denkst dir nichts dabei und kannst da eigentlich frei mit irgendjemandem quatschen und trotzdem macht dein Gehirn halt diese Arbeit hier. So, das ist dann quasi das, wenn man einen Gedankenstrang verkürzt hat zu der kürzesten Strecke, die man sich vorstellen kann, um diese Aktion auszuführen. Das heißt also, im ersten Schritt ist das Lernen mit Emotionen verknüpft. So, da steht natürlich unser Schulsystem entgegen, da steht unser System auf der Arbeit entgegen und so weiter und so fort. Deswegen muss man da sich selber drum kümmern, dass man Dinge lernt. Und zwar so, dass man sie auch richtig lernt. Das heißt, das Ganze mit Emotionen zu verknüpfen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Schule Erdkunde habt oder sonst was, macht euch irgendwie einen Sport draus oder probiert Dinge aus, die euch helfen, quasi Emotionen für den Stoff zu fühlen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, ausprobieren. Sagt er auch, ist ganz, ganz wichtig. Du musst vorgefertigte Bahnen verlassen, um auf neue Ideen zu kommen. Den alten Bahnen entsprechend. Wenn du immer nur den gleichen Weg läufst, dann läuft der sich irgendwann ein und dann ist er so eingefahren, dass du nicht mehr rauskommst. So, weil du richtig eine Schneise gelaufen hast. Wie ein Fluss, der Jahrmillionen von Jahren Zeit hatte, sich durchs Gestein zu beißen. So, und wenn der Fluss jetzt einmal umgeleitet werden würde, sozusagen, dann würde der sich eine neue Route suchen. Ja, erstmal nimmt der alles mit, ist relativ flach, aber nimmt erstmal alles mit und irgendwann hat er dann den Weg gefunden, wo er dann einen neuen Flusslauf bilden kann. Das gleiche gilt für unseren Geist halt auch. Also immer wieder mal die Pfade verlassen, die man sonst so durchgetrampelt hat. Das heißt, Verhaltensweisen ändern,
Und genau da bin ich ja gerade dran. Auch wenn das furchtbar schwer ist und man oft wieder in das alte Flussbett zurückhüpft und man sich da wieder aufrappeln muss, um im neuen Flussbett den Weg zu finden, so ist es doch halt sehr wichtig für den Geist, sich weiterzuentwickeln. Und unser Gehirn funktioniert nun mal so, wenn wir zum Beispiel Angst haben, ja? Also die Angst zu versagen in der Schule, die Angst zu versagen im Job, die Angst, jemanden zu verlieren, weil man Fehler macht und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du Angst hast, werden Regionen angesprochen, die quasi andere blockieren, beziehungsweise auch Botenstoffe ausgesetzt und pipapo, ich hab das nur nicht so. Ich bin nun mal kein Gehirnmensch. Also ich habe eins, aber ich habe das nicht studiert. Na, auf jeden Fall, im Angstmodus wirst du quasi so blockiert, dass du auf alte, festgefahrene Verhaltensmuster zurückrutscht. Ja? Und das in der Essenz quasi ist es dann nur noch der Instinkt mit Flucht, Kampf oder zu Eis erstarren. Alles drüber natürlich ist dann das, was man früher halt schon festgefahren hat. Ja, das, keine Ahnung, in der Angst, jemanden zu verlieren, bist du im Streit mit dem und klatscht mit den Türen und schreist rum, und das ist halt wie ein Fünfjähriger so. Ist ein festgefahrenes Verhaltensmuster, das dein Gehirn damals gelernt hat, aber du natürlich als Erwachsener irgendwann mal vernünftiger drauf reagiert hast, aber das halt noch lange nicht so gefestigt ist, wie zum Beispiel der Ausraster des Fünfjährigen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, nicht ständig von Angst beherrscht zu sein, sich zu versprechen, zum Beispiel, sondern einfach frei zu sein von Angst und sich selbst quasi Mut zuzusprechen, wenn es sonst keiner tut, sich selbst den Mut zuzusprechen, pass auf, eigentlich brauchst du dafür keine Angst haben, denk dir die Situation mal durch und dann weißt du ja schon, wie es laufen wird. So, wenn man die Situation jetzt noch nicht vorhersagen kann, dann versuch einfach verschiedene Wege zu sehen und versuch dann zu dir auszudenken, wie du da drin reagieren würdest. Das nimmt auch schon mal viel Angst weg. Und es ist vorher schon mal ein Plan gefasst worden, beziehungsweise ein Gedankenstrang verfolgt worden, der dir vielleicht in dieser Situation wieder einfällt. Um keine Angst zu haben, ist es halt ganz, ganz wichtig, Vertrauen zu haben. Erstens mal Selbstvertrauen, zweitens mal einen gewissen Glauben an eine Sache, also wie auch immer geartet das sein mag, und ein soziales Vertrauen, dass du eben weißt, du hast Leute, auf die du dich verlassen kannst, wenn es dir mal schlecht geht, kannst du da hingehen und die sprechen dir dann Mut zu oder helfen dir, die Situation zu lösen. So, das sind die drei Punkte, die du halt ansteuern kannst, um eben angstfreier zu werden. Und die Sache mit dem Selbstvertrauen, das haben wir ja im letzten Video schon behandelt. Habt ihr schon mal den ersten Punkt gemacht, um vielleicht sogar autark angstfrei zu werden. Was ich vorhin mit der selbsterfüllenden Prophezeiung bei Angst meinte, ist, wenn du Angst hast, klammerst du dich an Dinge, die so vielleicht gar nicht der Situation gerecht werden. Und somit kann es sogar sein, dass du dir selbst Dinge verbaust. Ne? Wenn der eine Partner furchtbare Angst hat, den anderen Partner zu verlieren und ständig eifersüchtig ist, dadurch, ja, das ist ja eine Angst, Eifersucht, dass der andere einen verlassen könnte für einen besseren Partner, dann wird dieser Partner sich höchstwahrscheinlich von ihm abwenden, weil er eben dann erdrückt wird von dieser Eifersucht des anderen Partners. Somit baut dann dieser Angstpartner, baut dann eben genau diese Umgebung, wo er diese Person verliert. Und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt also, genau in diesem Moment müsste man eigentlich kurz schalten und sagen, pass auf, wenn ich das jetzt tue, oder wenn ich mich so verhalte, oder wenn ich dieses Gefühl die ganze Zeit zulasse und einfach frei wuchern lasse, ich meine, man hat Gefühle, da kann niemand was dran tun, man muss sie nicht unbedingt immer an sich ranlassen. So, man kann auch mal sagen, so jetzt in dem Moment, nee, komm, jetzt gönnst du der mal den Spaß mit den Freundinnen, ne? Die gehen abends vielleicht mal einen trinken, da bin ich jetzt mal nicht eifersüchtig. So, und setz dich hin, spielst dein Lieblingsspiel und hast auch einen schönen Abend. So, weißt du, wie ich meine? So,
ne, Gefühl nicht an dich ranlassen, sondern geh mal weg, komm, heute nicht. Und dann hat aber quasi der Partner von dem eifersüchtigen Partner, hat die Freiheit bekommen, mal wirklich die Sau frei zu lassen. Und das tut dem natürlich auch gut. Und dafür ist dieser Mensch dann dem anderen Menschen dankbar. Und somit festigt sich das Ganze wieder. Anstatt, dass der Eifersuchtsmensch sagt, nee, du gehst heute nicht weg und dann sagt der andere, du lässt mir die Sache machen. So, und dann tschüss. Kacke. Was dieser Herr Doktor, Professor Hüter eben sagt, ist auch, dass man zum Beispiel Leute gar nicht motivieren kann. Also du kannst nicht einen Fremden motivieren, du kannst dich vielleicht selber ein bisschen motivieren, aber du kannst inspirieren, einladen und ermutigen. Das habe ich noch nicht ganz verinnerlicht, deswegen muss ich es gerade ablesen. Inspirieren, ermutigen und einladen bedeutet ganz einfach, du kannst, so wie ich es hier in meinem Vlog versuche, die Leute inspirieren, indem ich mit meinem Beispiel vorangehe, quasi das Ganze ausführe und dann sehe, okay, wohin bringt es mich? Ja, ich probiere es ja einfach nur aus und ziehe dann hinterher meine Schlüsse draus. Ich habe nicht vorher einfach die Lösung und dann gehe ich den Weg und sonst was, sondern ich bin gerade dieser Fluss, der eben den neuen Flusslauf sucht. Und das heißt auch, dass ich einfach mal wohin fließe, wo halt wahrscheinlich kein Weg lang führt. Ja, das liegt halt in der Natur der Sache. Deswegen kann ich mir das verzeihen. Was wiederum Selbstvertrauen gibt, was wiederum angstfrei macht. Kreise, Zirkel. Des Weiteren einladen und ermutigen ist ja auch das, was ich hier tue. Oder was ich hier zumindest versuche zu tun. Das Feedback von euch natürlich gibt mir auch immer wieder die Bestätigung, dass es halt funktioniert. Aber ich würde euch auch einladen, versucht mal was Neues, wenn ihr mit eurem Leben unzufrieden seid. Es ist nicht nur eine Sache, mit der ihr wahrscheinlich unzufrieden seid. Keine Ahnung, Figur, Rauchen, Job, Sachen, Dinge, wie auch immer. Ja, alles, was so dazugehört, was euch unzufrieden macht. Und versucht nur mal eine Sache zu nehmen, die euch wirklich, wirklich wichtig ist. Und versucht dann, quasi die beiden Videos, die ich auch hier in der Beschreibung verlinkt habe, versucht die einfach umzusetzen da drin. Und experimentiert ein bisschen rum. So. Wie schafft ihr es? Mit welchen Gefühlen kommt ihr auf euren Weg? Mit welchen Gedanken schafft ihr es, euch selbst zu inspirieren? Und das ist jetzt das Allerwichtigste. Könnt ihr euch begeistern? Denn nur dann lernt euer Gehirn auch was. Wenn es mit Emotionen verknüpft ist. Es können auch negative Gefühle sein, die Lernprozesse auslösen, aber es sind halt keine guten Lernprozesse. Das heißt, die Sache möchte man dann eher so nicht mehr tun. Also deswegen eher gucken, dass man in positive Gefühle reinkommt und auch in einer positiven Gefühlswelt bleibt. Und natürlich wird nicht immer alles glatt laufen, aber wie gesagt, das liegt in der Natur des Ausprobierens. Ja? Du weißt ungefähr, wo du hin willst, ja, aber du musst halt erstmal den Weg dorthin finden. So, und das ist ja genau das, was ja früher als Kind auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Na, ich habe mit meiner Schwester zum Beispiel Entdeckungstouren gemacht, wenn wir am Baggersee schwimmen waren. Das heißt, wir sind um den See gelaufen und haben geguckt, was wir für einen Müll finden zum Beispiel. Ja, da waren dann mal so tolle Sachen dabei, also für ein Kind tolle Sachen, wie ein kaputter Camcorder, wo ich dachte, vielleicht kann ich den reparieren. Und dann habe ich eine Kamera, also voll cool. Hat natürlich nicht geklappt, war komplett im Arsch das Teil. Ich habe halt an dem rumgeschraubt und probiert zu reinigen und das wieder zusammengesetzt, was mir ein technisches Verständnis beigebracht hat. Ich habe mich dafür begeistert und dann habe ich ein technisches Verständnis bekommen. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, voller Emotionen Dinge zu lernen. Ja, voller Inbrunst an eine Sache ranzugehen. Und dazu gehört es auch im ersten Schritt aufzuhören, immer das Opfer zu spielen. Die anderen haben mir das zugefügt. Ja, die Situation war von außen so und so nicht gut gemacht dafür, was ich vorhatte. Ich habe damals in der Schule das nicht beigebracht bekommen. Pipa, pipa, pipapo. So, das sind alles diese Opferausreden, die man tagtäglich übt, und sich drauf versteift, weil uns das die Gesellschaft so beibringt. Ja? So, wir sind unantastbar und wir sind fehlerfrei und
so wie jeder andere halt auch agiert, ne, damit er sich ja keinen Fehler eingestehen muss, wird uns das natürlich auch suggeriert, dass wir fehlerfrei sein müssen. Aber das müssen wir gar nicht. Und kein Mensch ist fehlerfrei. Alle kochen nur mit Wasser. Und jeder hat dieselben Probleme wie du. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber auch. Und deswegen kann man dann mit, oder sollte man mit Misserfolgen besser umgehen lernen. Wenn du mal reinscheißt, dann gesteht dir ein, dass du reingeschissen hast. Analytis, schon wieder besoffen, hör mal. Analysier das und versuch dann daraus die Schlüsse fürs nächste Mal zu ziehen. Und wenn es ein hochkomplexes Thema ist, dann wird das dir wahrscheinlich ein paar Mal einfach schief gehen, bis du dann einfach den Durchbruch landest und es dann richtig machst. Und dann weißt du aber, wie es geht. Aber sowas von. Deswegen, ein Misserfolg ist nur ein Weg zum Ziel. Ja? Es ist nicht, okay, du hast die Scheiße jetzt verkackt und deswegen da kriegst du nie mehr eine Chance. Bei den meisten Sachen. Wenn du natürlich versuchst, einen Atomreaktor zu bauen, so, und das dann irgendwann mal schief geht, das ist natürlich Quatsch. Das solltest du nicht machen. Da ist dann die Chance auch vorbei. Das nächste, was er dann abschließend gesagt hat, ist, um glücklich zu sein, muss man selbstloser werden. Das heißt, man tut anderen gerne mal einen Gefallen, ohne irgendwas dafür zurückzuverlangen. Zum Beispiel für mich, ja, ich bin absoluter Umzugsmuffel, was bedeutet, dass ich Leuten nicht gerne helfe beim Umziehen. So, aber das ist was, was ich ändern möchte. Das heißt, wenn bei uns im Freundeskreis jemand fragt, hey, willst du mir beim Umziehen helfen, sage ich, ja. So sehr es mir auch stinkt, an diesem Tag dann aus dem gemütlichen Stuhl aufzustehen, loszugehen und schwere körperliche Arbeit zu verrichten, so sehr muss ich das halt auch einfach tun, um meiner selbst willen. Weil ich weiß, da habe ich jemandem einen Dienst getan, der sich wahnsinnig darüber freut, der es so alleine nicht geschafft hätte. Und das heißt nicht, dass man dann irgendwann diesen Menschen anruft, hey, ich habe auch bei deinem Umzug geholfen, jetzt musst du mir auch helfen. Das halt überhaupt nicht. Das ist genau dann die falsche Richtung. Ja, mit dem stößt man auch andere Leute eher von sich ab. Worauf ich mit der ganzen Blabla eigentlich raus will, ist, wenn ihr könnt, selbstloser zu sein, gibt genug Beispiele. Ja. Und das ist, was ich in den letzten paar Wochen so ein bisschen mehr forciert habe. Ich habe geguckt, dass es anderen besser geht. Ich habe geschaut, dass sich andere besser fühlen durch das, was ich tue. Und erstens mal ist es für mich ein schöneres Gefühl, wenn ich nicht nur für mich selber arbeite. Zweitens mal, Leute begegnen dir anders. Viel, viel offener quasi für dich und deine Troubles. Und das ist wirklich was, was ich noch nicht... Ich habe das jetzt noch nicht so viel praktiziert, dass ich quasi sage, okay, das ist jetzt so und so und so und kann das erklären, sondern ich bin quasi am Anfang dieses Weges, das gerade festzustellen, was Selbstlosigkeit bewirkt bei anderen Leuten. Und zwar nicht die behinderte christliche Selbstlosigkeit, was, ja, weil ich dafür Sachen gelesen habe, holy shit. Holy shit. Aber eine Nächstenliebe Selbstlosigkeit quasi. Wenn ihr zu diesem Thema hier Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren so offen wie auch immer. Ne? Ihr wisst ja, ich beantworte oder beziehungsweise ich mache ja eine gewisse Art Seelenstriptease, sodass es nicht jeder machen muss. Aber wenn ihr Fragen habt, stellt die auf jeden Fall immer in den Kommentaren. Wenn ihr irgendeinen Gedanken habt, hey, das siehst du so falsch, pipapo, lasst uns da gerne drüber diskutieren. Seid natürlich respektvoll. Ich hoffe, ich konnte euch da ein, zwei Punkte ein bisschen näher erklären, wie ich sie gerade erlebe. Wenn das Ganze so ein bisschen zusammenhaltslos gewirkt hat, das ist es auch. Es ist noch nicht in feste Bahnen gegossen bei mir, denn ich bin ja auch gerade daran, das zu erfahren und zu erleben und daraus zu lernen. Ich glaube, gerade der nächste Punkt ist, der einen richtigen, krassen Sprung machen könnte, wenn ich das verinnerlicht habe. Wie gesagt, in der Videobeschreibung unten sind die zwei Videos verlinkt. Ihr könnt auch gerne euch noch weiter durchklicken. Das werde ich jetzt heute wahrscheinlich auch noch tun. Der Herr Hüter hat da auf wissenschaftlicher Erfahrung gesammelte Ergebnisse, die er bitte
einfach mal in die Politik tragen sollte, sodass unser gesamtes Gesellschaftssystem mal umgebaut werden kann. Dazu müssen erstmal alte Denkmuster gebrochen werden und das dauert immer. Ich würde mich sehr freuen, euch heute Abend im Stream begrüßen zu dürfen. Ich sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, da ist mir gerade die Speicherkarte vollgelaufen. Schade. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Sachen wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Videos habt, die euch gefallen haben zum Thema, schickt die mir da auch gerne. Und ja, entweder sehen wir uns heute Abend oder nächste Woche wieder oder im nächsten Video oder wir sehen uns mal. Tschüss.